Hallo zusammen. Hallöchen. Hallo. Neues aus der Werkstatt. Mit Jürgen, Robin und Josh. Ja, von der Tankstelle. Bald ist Silvester. Ja. Wir haben es fast geschafft für dieses Jahr. Das ist jetzt die letzte Folge dieses Jahr. Sagen wir aber nachher dann noch was zu. Aber zum Thema Rauch, Knall und Feuer. Wir hatten hier einen Fall vor ein paar Tagen in der Werkstatt. Schaut euch das mal an. Was brennt hier aus dem... Seht ihr das? Wir haben gerade der Robin den Wagen laufen lassen. Ich bin gerade einfach nur mal hingegangen. Da qualmt... Ist das denn nach Plastik oder noch? Ja, ja, guck mal, da die Sicherung ist da verschmort. Da ist ein Übergangswiderstand in dem Ding drin. Gerade hier ganz schnell die Zündung ausgemacht, den Sicherungskasten abgerissen. Da ist hier unten. Ja, unten, ja. Ja. Boah. Ist ganz heiß, ne? Ist ein bisschen warm, ja. Ein bisschen viel warm. Das ist ein Übergangswiderstand drin. Das ist ein bekanntes Problem bei den Autos. Da kommt Feuchtigkeit hin und dann haben wir in dem Kabel einen Übergangswiderstand. Und dann, wenn der Strom das Ganze abgreifen möchte, dann fackeln hier die Sicherungsträger ab. Gerade im Vorbeigehen ist mir das aufgefallen. Ja, heute ist echt ein Tag. Echt ein Lauf heute, ne? Oder Robin? Ich glaube, wir fahren am besten nach Hause, machen Feierabend heute. Ey, Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. So, wir haben das jetzt gerade mal hier abgeschraubt. Guck das mal an hier. Komplett verbrannt, die Sicherung. Der Halter steckt hier so drauf. Das ist der Hautanschluss hier. Da kommt die Spannung und der Strom her. Geht dann hier in diese Platte rein und verteilt sich hier über die Sicherung einzeln runter. Und der Anschluss hier ist komplett verschmopelt. Komplett verbrannt. Und jetzt haben wir hier ist das so geschraubt. Oh, guck mal, das ist alles lose hier. Guck mal. Sieht gut aus. Rausziehen. Guck mal, wie das ausschaut. Komplett verkohlt. Ja, das ist ein bisschen zu kalt. Ja, da müssen wir die Platte mal mindestens neu machen. Und dann schauen wir mal, ob wir das wieder festkriegen hier hinten. Aber das, denke ich mal, sollte funktionieren. Ich glaube nicht, dass wir den kompletten Sicherungsträger neu machen müssen. Schätzt du das ein? Ja, ja, genau so. Aber jetzt überleg mal, ne? Wir haben uns jetzt gerade eben mal Gedanken darüber gemacht, wie das passieren kann. Wir hatten hier ein Problem mit dem Türschloss hinten links. Haben wir größere Schwierigkeiten gehabt gerade eben und mussten immer wieder Tür auf, Tür zu, Tür auf, Tür zu. Hatten dann mal die Zündung an, damit wir das schneller über die Tür machen können. Und da war die Batterie relativ stark entladen. Jetzt haben wir den natürlich, haben dem Starthilfe gegeben, den Wagen, mit dem Booster. Und haben den Generator laden lassen. Und dadurch ist natürlich die volle Suppe von dieser Leitung hier, das ist nämlich die Ladeleitung, die vom Generator kommt, da drüber gegangen. Und hier in dem Kabelschuh, das ist ein unisolierte Kabel. Da ist nichts mit einem Schuh drüber, sondern das Kupfer ist einfach nur in den Kabelschuh reingedrückt und das oxidiert. Und in dem Moment haben wir da natürlich einen Widerstand. Und das ist vorher nicht passiert, weil da die Batterie nie so tief entladen war. Jetzt haben wir hier die Batterie so tief entladen, wollten ihn über den Generator laden und haben damit natürlich jetzt volle Suppe Strom darüber gejagt. Dadurch ist es heiß geworden. Und dadurch ist es jetzt gefahren. Das hätte dem Kunden genauso passieren können, dass er irgendwie was länger jetzt auf dem Rasthof stand oder an der Tankstelle. Er hätte es ja wahrscheinlich gar nicht gemerkt. Er hätte es gar nicht gemerkt. Oder es wäre zu spät gewesen. Auf Holz klopfen hier, ne? Dass es jetzt hier passiert ist, dass wir das Glück jetzt hatten. Stell dir vor, die Batterie wäre leer gewesen, hätte er sich zu Hause selber Starthilfe gegeben. Tja, so schnell kann es gehen. Also das sind so Sachen, weswegen so ein Auto auch mal Feuer fangen kann. Und das ist so heiß gewesen. Ich habe mir schon die Finger verbrannt, als ich ihn gepackt habe. Danach auch noch. Also wirklich, da ist richtig Temperatur drin. Die werden richtig heiß, die Anschlüsse. Und da auf jeden Fall mal drauf achten, wenn ihr sowas habt. Ist nicht ganz unbekannt, diese Thematik. Mal drauf achten. Und wenn da irgendwie was heiß wird, das komische Plastik riecht oder sogar Qualm hier aufsteigt, sofort aus, Batterie abklemmen und prüfen, was da genau passiert ist, nicht, dass das irgendwann mal schief geht. Mod 4 von Longyearbyen. Dieses Gerät gibt es zurzeit im Fabuka-Shop im Angebot und hat eine ganze Menge Features. 31 Servicefunktionen. Wir können alle Steuergeräte auslesen, können uns die Parameter grafisch anzeigen lassen. Das ist wirklich der Wahnsinn, was wir da an Funktionen haben. Und wir haben einen Zubehör-Werkzeugkasten, wo wir Zusatzgeräte anschließen können, wie beispielsweise ein Testgerät für LDKS-Sensoren, ein zusätzliches Videoendoskop und nochmal einen externen Batterietester. Also wir können euch das nur empfehlen, funktioniert wirklich super. Schaut einfach mal rein und wenn ihr euch dafür entscheidet, viel Spaß damit. Ciao. Tschüss. Viel Spaß. Ciao. Da bin ich wirklich... Ja. Ich stand hier vorne, war gerade hier was am Machen. Der Wagen stand hier mittendrin. Ich gehe hier dran vorbei und ich so,
guck da rein und sehe, wie es hier aus dem Sicherungskasten rausgefallen ist. Ich so, ach du Scheiße. Das war alles ein bisschen... Das ist spektakulär und aufregend. Ja. Hat sich aber gelohnt. Ich gehe die Sachen nochmal holen. Weg ist er wieder. Ja, lassen uns alleine. Bleiben wir zwar übrig. Ja, aber wie gesagt, das ist nochmal, wir haben es in dem Video ja auch, wenn ich es richtig im Kopf habe, nochmal erörtert, was genau passiert ist und was vor allem auch passieren kann, haben wir ja gezeigt. Das hatten wir ja auch schon ausgebaut. Das sind ja nochmal die Teile. Ja. Der Josh hat jetzt nochmal zusätzlich diesen Pin mit neu gemacht. Der war ja beim letzten Mal noch dran am Kabelbaum. Und das war halt das Ganze, was dann da letztendlich gequalmt hat. Und das ist der Übergangswiderstand gewesen. Ja. Es kann natürlich auch sein, dass hier das Problem tatsächlich zwischen dieser Auflagefläche die und zwei hier, Kontaktflächen, dass der deswegen heiß geworden ist. Das können wir natürlich jetzt nicht mehr nachvollziehen, weil ich es jetzt natürlich schon abgepitcht habe. Der Wagen muss natürlich wieder so schnell wie möglich auf die Straße. Ja. Aber ja, nochmal an euch, wenn sowas bei euch mal passieren sollte, achtet drauf, wenn ihr den Wagen wirklich mit Starthilfe startet, weil der leer gewesen ist und ihr macht das Akku-Pack ab und habt einfach ein bisschen im Blick, was mit dem Auto passiert, dass in dem Moment, wenn der wirklich der Generator da voll den Strom reinhaut, dass ihr da nicht irgendwas habt. Generell bei Starthilfe gibt es da so ein paar Sachen zu beachten, aber da habt ihr ja damals schon mal ein Spezial zugemacht. Ja, das könnt ihr euch ja noch mal anschauen. Wir haben auch ganz viele Spezialfälle, wo die Steuergeräten abgeraucht genau. sind. Ne? Ja, so viel dazu. Ich gehe mal eben ins Büro. Ja? Wir haben so ein Auto. Ich bin gleich wieder da. Hier, Mercedes. Weiter, ne? Aber du musst mir die Arbeitskarte bitte nicht klauen. Die gehört zum Auto. Das ist deine. Dann haben wir selber eine. Hab sie. So, hier haben wir einen Mercedes in schwarz, blau, blau-schwarz. Blau-schwarz. Mercedes, was ist denn das? CLK. 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 Baujahr 2007, 173.000 gelaufen. Ja, die Kundin ist wegen einigen Sachen hier, unter anderem wegen Querlenker, die jetzt gemacht werden müssen, hatten wir einen Folgetermin gemacht und jetzt sagte sie, ja, guck mal drauf, mir ist letztens Folgendes passiert. Ich bin mit dem Auto gefahren, stand an der Ampel und dann lief der auf einmal so komisch. So komisch geruckelt, komisch gezuckelt, komisch, ganz komischen Motorlauf halt. Ne? Und dann hat sie sich erschrocken, hat den Motor ausgemacht, angemacht und dann auf einmal hat sich das wieder gegeben und die Motorkontrolllichter ist auch angewiesen. Und das ist ihr dann auch noch ein paar Mal passiert. Meistens im Leerlauf, wenn der Wagen halt ganz normal läuft. Musst du vorne rausziehen. Ach, hier haben ja, so das ist so ein behelfsmäßiges Hebelchen dran gemacht. Guck mal hier. Nee, das hält eigentlich den Hebel hoch. Das hält den hoch? Ja, das hält den hoch. Jetzt ist er nach unten runtergefallen. Das ist rausgebrochen bei dem Fahrzeug hier. Meine Güte. Weißt du, das ist normalerweise so. Und dann hält das Hebelchen. Hält das Hebelchen hier auf der Seite genau, irgendwie fest. Wo der Halter nicht mehr da ist. Genau wie das hier auch ist, ist so eine Lasche drin, dass das, was jetzt gerade passiert ist, nicht passieren kann. So hängt das eigentlich hier drin. So, und dann hält das hier so fest. Und da ist nichts mehr da. Dass das nicht nach unten weg kann und man dann so rein und rausziehen kann. Und wenn das dann runterfällt, fällt das auch runter. Kippt das nach unten weg. Na? Ich würde sagen, ich starte mal und wir hören uns mal den Motorlauf an und schauen uns das Ganze mal an, ob er es jetzt macht. Parallel dazu schon mal einen Fehlerspeicher auslesen und mal schauen, was er da so drin hat. So, ausgelesen haben wir einen Aussetzer, Zylinder 1 mit Cut-Schädigung, also Abschaltung der Verbrennung. Und man sieht auch, wenn wir uns hier mal Jürgens Hand angucken. Guck mal, wie die zittert. Ich leg mal. Und das ist nicht, weil ich sonst zitter. Meine auch. Da sieht man, der läuft so ein bisschen unrund. Das fehlt ist genau Zylinder, das, was die Kundin sagte. Aber der wird nicht komplett fehlen, dafür läuft er mir zu gut. Ein bisschen macht er noch. Ein bisschen was. Wenn wir jetzt ein bisschen Gas geben. Aber da reicht, dass er so beschissen läuft. Dann ist das. Läuft er wesentlich besser. Man merkt es nicht mehr, ne? Man merkt es nicht mehr. Das gleicht sich aus. Also der ist nicht komplett weg, der Zylinder. Ja. Zieh mal bitte die Zündspule vorne ab am ersten. Dann sehen wir mal, wie der dann läuft. Ich lege mal meine Hand hier drauf, haben wir nochmal so einen Vergleich. Und dann holpert der noch viel extremer. Ah, jetzt, ne? Jetzt merkt man es ganz deutlich. So ist es, wenn der Zylinder dann komplett weg ist. Jetzt läuft er. Also ein bisschen läuft er jetzt nicht. Jetzt ziehe ich ihn ab. Machen wir aus, Robin. Ja. Machen wir mal. Moment, ich wollte noch mal einmal was dazu holen. Und zwar.
zwar haben wir jetzt die Möglichkeit, uns einmal den Rundlauf des Motors anzuschauen und wenn wir Glück haben, auch, genau, das habe ich gesucht, hier können wir uns die Fehler auslesen lassen, wie oft genau welcher Zylinder ausgesetzt hat. Und da müsste jetzt auf dem ersten Zylinder am meisten sein. Naja, guck mal hier, Zylinder 1 haben wir 165 Aussetzer gezählt. Und nur wenn dieser Wert hier einen gewissen Schwellwert überschreitet, das ist ein bisschen unabhängig von den Fahrzeugen, je nachdem, was für ein Hersteller wir haben, wie das programmiert ist, so 20, 30, manchmal bei 50 Einheiten, löst dann erst der Fehlerspeichereintrag und die Motorkontrollleuchte aus. Und wie gesagt, wir haben hier einen leicht weichen Aussetzer, was aber in die Zündrichtung geht. Und ich würde sagen, wir holen die Spule mal raus. Wollen wir mal schauen. Kommst du raus hier? Was da zum Vorschein kommt. Das können aber Gemisch, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Dafür war das die mit den Aussetzern zu hoch. Ja, das stimmt. Oh. Aber auch, dass er abschaltet. Robin, das heißt, oh. Kein Gemisch. Oh, Schwimmbad. Gemisch ist da drin. Guck mal. Ach du Scheiße. Ach du Christi Motten. Ja, das ist. Hast du mal ein Läppchen? Motoröl. Ich organisiere gerade eins. Moment. Erklär doch schon mal, was das auf sich hat. Also wir haben hier die Zündkerzen unten im Motorblock, im Kopf, Zylinderkopf drin stecken. Das Ganze wird ummantelt vom Ventildeckel. Der Ventildeckel hat darunter Dichtungen, die auf dem Zylinderkopf abdichten. So, und hier ist die Dichtung kaputt. Aber richtig. Aber mal volle Kanone, würde ich sagen. Steht da komplett voll. Bis oben hin mit Öl. Man sieht noch nicht mal die Zündkerze. Das müssen wir jetzt erst irgendwie absaugen. Da sitzt ja jetzt noch die Zündkerze unten drin und die Zündspule sitzt ja dann so auf der Zündkerze drauf und die ist ja gar nicht ersichtlich. Wenn wir die jetzt so rausschrauben, läuft das ganze Öl in den Motor rein. Ja. Und dann gibt es richtig Sauerei. Und mal mindestens eine neue Ventildeckel, danke, Ventildeckeldichtung drauf. Ja, das ist ein bisschen Arbeit verbunden bei dem Auto. Ja. Ja, das erklärt natürlich, warum wir da Aussetzer drauf haben, weil, ich sag mal, Öl isoliert zwar, es ist nicht so schlimm, wie wenn da Wasser drin wäre, aber die Thematik ist ja auch bekannt, wenn sich das Motoröl in die Kabelbäume reindrückt, ist ja auch übrigens bei dem Motor hier genau das gleiche in grün. Können wir direkt mal mitgucken, sonst können wir da direkt mal die Stopfer drauf machen. Ne? Ja. Ist ja auch so ein ganz bekanntes Mercedes-Thema, dass sich da das Öl in den Kabelbäumen verteilt durch diese Nockenwellenversteller hier. Können wir der Kundin da sonst direkt ein paar Stopper drauf machen. Und es ist voll Öl. Ja, ist voll. Machen wir da direkt ein paar Stopfen mit drauf. Und daher kennen wir, dass das Probleme macht, wenn das Öl als Isolator dazwischen ist. Und wenn das natürlich in die Zündspule reinzieht. Wir erklären ganz kurz, was hier passiert bei dem Ding. Aus diesen Nockenwellenverstellern wird Öl rausgedrückt in den Kabelstrang rein, durch den Kabelstrang durch, hinten runter. Meistens läuft es dann auch noch entweder ins Steuergerät. Verteilt sich dann auch in dem Stecker vom Steuergerät. Können wir auch mal aufziehen. Ins Steuergerät. Und unten zur Lambda-Sonde, wo sich dann auch diese Probleme bemerkbar machen. Da ist nichts. Sieht gut aus. Hier ein anderer Stecker. Kommst du so dran? Nee, muss ich mal ein bisschen näher rankommen, oder? Ja. Zwar lange Arme, aber doch, es reicht. So. Guck mal, da in der Ecke. Oh, guck mal hier. Ich mach mal ein bisschen dunkler, warte mal. Guck mal, wie feucht der Stecker von innen ist. So. Oha. Ja. Also Probleme hat sie ja im Moment noch nicht damit, mit der Lambda-Regelung, aber... Das wird mal allerhöchste Eisenbahn, dass wir das sauber machen. Hier die Ölverluststopper rein. Och, guck mal hier. Guck mal hier. Da steht es richtig drauf. Das hier abwischen. Ja. Hier, was da an Öl drin steht. Und das kommt halt, wie der Jürgen gerade schon gesagt hat, intern durch die Nockenwellenversteller. Die werden undicht. Und dann drückt sich das in das Kabel rein. Und zwischen, also das, wenn wir uns vorstellen, das ist die Litze, die wir hier haben, genauso. Ist ja hier die Ummantelung drum. Die Isolierung. Und zwischen Isolierung und Kabel. Daran läuft das Öl dann ran vorbei. Kapillarwirkung. Genau, presst sich da durch bis zum Steuergerät und verteilt sich da dann drin runter. Oh ja. Das ist auch nass. Oh ja. So, und jetzt hast du zwei Nockenwellenversteller, die Öl in den Kabelstrang reindrücken. Ja. Da müssen wir mit der Kundin erstmal telefonieren. Da gibt es ein bisschen mehr Arbeit. Relativ eindeutig hier. Alles sauber machen. Ich denke mal, werden wir um eine neue Spule nicht drum herum kommen. Zwei Ölstopp. Ventildeckeldichtung,
trocken sauber machen, sauber machen. Und Lambda-Sonde hoffen, dass gucken. Es nicht runterläuft. Lambda-Sonde unten gucken, ob es da drin steht. Checker genau. Aufmachen. Ansonsten kann man da ja den Kabelschrank aufmachen und durch Lötpunkte die weitere Zirkulation von dem Öl halt verhindern. Das ist so eine Abhilfe, die man da schaffen kann. Oh. Jo, da müssen wir erstmal ans Reißbrett, würde ich sagen. Ja. Ja, guck mal, was ich auch gerade noch hier sehe. Hier muss man ein bisschen was. Natürlich auch nicht so schön, ne? Hier. Oh. Ist der. Hier kommt es auch von Hündchen auf ein Stöckchen, ne? So Unterdruckanschluss hier für diese Sekundärlufteinblasung. Da machen wir mal einen neuen Schlauch drauf. Der ist total weich geworden. Zieht da natürlich auch hier Falschluft. Was natürlich auch nicht so wunderschön ist. Ja, da machen wir einen neuen Schlauch drauf oder schneiden das ab. Schauen wir uns noch mal in Ruhe an. Ja, ja, hier gibt es noch was zu tun. Daran. Gibt's hier ein bisschen was zu tun? Ja. Ich telefoniere mal. Du telefonierst und wir gucken mal beim nächsten. Joshi, was hat er dann? Ja, das weiß ich auch noch nicht so richtig. Was macht er denn? Also der Kunde bemängelt, dass er Dampfqualm aus der Lüftung hat. Nach ungefähr 1 Kilometer Fahrt. Aber noch kann ich das nicht wirklich nachvollziehen. Also ich sehe jetzt hier nicht wirklich was. Qualm aus der Lüftung? Ja. Gibt es ja zwei Sachen. Einmal ein Lüftermotor, der anfängt zu qualmen, weil er ja, aber dann leicht qualmt. Aber dann läuft er nicht mehr so schön. Und das andere? Deswegen schnüffel ich hier dran. Ob der Wärmetauscher vielleicht eine Macke hat. Das ist nicht ungewöhnlich wäre. Ne? Was haben wir hier für eine Erstzulassung bei dem Auto? 1998. Schmeckt schon süß. Schmeckst du das? Ich habe gerade Schokolade gegessen. Ich habe gerade, als ich hier reinkam, habe ich es auf der Zunge liegen. Diesen Geschmack von Frostschutz. Riechst du das? Riechst du das, Patrick? Riechst du das? Ich riech das, ja. Ja. Du riechst das. Also es riecht so süßlich nach kühler Frostschutz. Theoretisch. Das würde ja auch zu der Beanstandung passen. Müsstest du eigentlich, wenn das rauskommt, Dampf auf die Scheibe kriegen, dass sie anfängt zu beschlagen. Ja, ne? Aber die Klimaanlage mal aus. Ja, aber das schmeckt richtig kräftig. Mal Heizung, volle Kanne hoch. Ja. Aber ich habe jetzt leider auch kein Feuchtigkeitsmesser. Nee. Ich habe mal Tourenbrett anstechen zwei können. Zwei Stäbe so. Ja, das ist Feuchtigkeit. Also man, ich bilde mir ein, ich sehe es ab und zu, aber... Und ich dachte, ich hätte Hallos. Du auch? Aber ich habe das auch gesehen. Ja? Ich wusste jetzt noch nicht... So ab und zu, ja. Ne? Aber das kriegst du, glaube ich, nicht drauf, Patrick. So, kommt da so eine leichte Wolke hier raus. Ja, ja. Ganz leichtes Wölkchen. Und der ist ja auch schon betriebswarm, ne? Also... Ja. Aber weniger Luft machen vielleicht... Kannst du mal, genau, halt mal hin, vielleicht haben wir Kondensationsverlust. Nee. Vielleicht ist meine Brille kälter? Nee, aber schmutziger. Nee. Hey, allein der Geschmack. Ja, das ist, was ich jetzt das, auch... Das, was du auf der Zunge hast. Wie gesagt, der Kunde beanstandet es ja, ne? Ja. Guck doch mal den Kühlflüssigkeitsstand vorne eben. Guck mal gerade. Ich mach mal aus, ja? Ja. Ich prüfe mal hier unten im Fußraum, ob wir hier Feuchtigkeit haben. Ja, aber das ist kein Frostschutz. Wenn jetzt der Wärmetauscher undicht ist, würde das in den Innenraum fließen. In den meisten Fällen. Oder halt durch den Heizungskasten. Aber häufiger mal halt dann auch aus dem Heizungskasten raus in den Innenraum. Weil wir haben... Ja, den Kondensator und dahinter den Wärmetauscher. Kondensator, den Verdampfer und dahinter den Wärmetauscher, dass die Luft erst getrocknet wird und dann entsprechend durch die warme Luft durchgeht. Das wird bei den älteren Fahrzeugen. Hat er noch ein Heizungsventil, Jürgen? Über ein Heizungsventil geredet. Bei moderneren Fahrzeugen wird das Ganze über eine Klappensteuerung geregelt. Kann ich so nicht sehen. Vielleicht jetzt
Ich meine, der hat Klappensteuerung hier schon, hat oder? Hat eine Klappensteuerung, ja. Ich meine, ja. Aber in den meisten Fällen entsteht halt das Kondensatwasser an dem Verdampfer und tropft nach unten raus, während der Wärmetauscher in den meisten Fällen halt noch ja, im Gehäuse drin sitzt und dann über so einer Verpressung, da wo die Teile von dem Gehäuse zusammengedrückt werden. Ja. Und häufig, wenn der undicht ist, tropft das dann halt genau auf diesen Riss, tropft dann da raus, dann in den Fußraum. Aber Kunststoff-Aluminium-Verpressung meistens, ne? Ja, ich meine aus dem Gehäuse raus, weil beim Kondensator läuft das Wasser ab, ja. Aber beim Wärmetauscher läuft es in den Innenraum. Ja, genau. Aber das, was ich jetzt hier an Feuchtigkeit es fühle, ist fehlt kein Frostschutz. Wasser. Ah, es fehlt auch Wasser. Ja. Also hier, Fahrerfußraum ist auch feucht, aber das ist für mich kein Kühlmittel. Das ist der Strich für Minimum und wir sind so einen Zentimeter unter Minimum schon. Ich hier irgendwo unter dem Heizungskasten eine Undichtigkeit sehe. Oh, oh. Also man sieht hier auf jeden Fall was. Ah, scheiße. Ah, so. Ja. Ja. Kannst du was sehen? Ja, oder du siehst es. Du siehst es und du fühlst es. So, gucken wir mal. So, ich habe jetzt hier an diesen roten Nopsis, da seht ihr es auch, wie es so ein bisschen da oben steht, wie das da feucht ist. Und wenn also ich jetzt hingehe und daran fühle, dann... Ach, ja, ja, ja. Ne? Ja. Oh, jetzt fokussieren wir bitte hier. Hallo. Gibt es keinen Fokus heute. Aber ich glaube... Es ist ziemlich eindeutig. Das ist eindeutig. Ja. Habe ich direkt richtig geschmeckt. Scheiße. Weißt du, was für eine Arbeit ist bei dem Auto? Soll ich dir wieder hier raushelfen oder kannst du... Naja, ich bin auch gelenkig. Ja, okay. Dann passt alles raus. Ganze Armaturentafel, alles raus. Mittelkonsole raus. 8 Stunden. Lenkrad raus, ja, wenn du hinkommst damit, ne? 10 Stunden. Ich denke mal, bestimmt Vorgabe sind 3. Ich habe schon einen gesehen, da hat der Werner noch einen auseinandergebaut. Auch ein Audi A4? Ja, nee, finde ich nicht cool. Nee. Finde ich überhaupt nicht toll. Und es bringt nichts, Kühlerdichtungsmittel da reinzuschütten. Auf gar keinen Fall. Das haben wir ja schon einige Male gezeigt und gesehen. Das Zeug verstopft alles, nur nicht das, was es machen soll. Das ist... Kundenwerkzeug. Ich wollte meine Taschenlampe haben. Das verstopft alles, das sagt ja. Der Jürgen schon richtig. Und habt am Ende des Tages mehr Probleme, ja. als ihr damit gelöst habt. Die Kanäle im Motor, den Kühler. Ja. Das Thermostat, das ist schwierig tatsächlich. Ich habe damit auch keine guten Erfahrungen gemacht. Muss man jetzt den Kostenvoranschlag machen hierfür oder muss er selbst entscheiden, was man macht? Ich denke mal, unter 1500 Euro wird das nichts werden, ne? Mit neuem Wärmetauscher. Kriegst du da so ein Auto für? Nee. Das auf gar keinen Fall. Vor allem, der will es ja auch warm haben. Wenn er sagt, es qualmt richtig, das heißt, es ist draußen nicht wirklich kalt. Ja. Das heißt, die Frontscheibe hat jetzt hier schon eine angenehme Temperatur von, würde ich mal sagen, 15 Grad. Aber wenn die Scheibe natürlich 1 Grad warm ist und dann natürlich die warme, feuchte Luft drauf kommt, dann, ne? Mit dem zweiten sieht man besser. Ja. Nee, aber ein anderer Sender. Ja, aber apropos Flüssigkeit, die in den Innenraum kommt. Wir haben da noch was für euch. Hallöchen. Hallo zusammen. Mal so ein bisschen was Kurioses, was wir selber auch noch nicht ganz nachvollziehen können. Nachvollziehen schon. Ja, nachvollziehen schon. Glauben können, sagen wir es mal eher so. Ja. Ja. Ja, wir haben ja echt einen super kuriosen Fall und wir haben gedacht, das wollen wir euch auf jeden Fall mal zeigen. Vielleicht hat ja auch von euch einer eine Idee. Das oder schon das schon mal gehabt. Ne? Genau. Schreibt das mal in die Kommentare, wenn ihr sowas schon mal gesehen habt. Wir haben das noch nie gehört, haben uns jetzt mal ein bisschen rückversichert, mal schlau gemacht. Und von dem Hersteller hat das auch noch nie einer gehört. Schilder doch mal, was passiert ist. Du hast es ja gestern live mitgekriegt. Also, der Kunde hat den wundervollen Tiguan hier, Baujahr 2019, knapp 50.000 gelaufen, vorbeigebracht zum Bremsenservice. Standard arbeiten an der Hinterachse, einmal Bremsscheibenbeläge, hat man eine starke Rostkante auf der Vorderachse, waren die Bremsscheiben noch soweit in Ordnung, da haben wir nur die Beläge gemacht. Standardprozedur in dem Moment haben wir alles ganz normal durchgeführt. Nur mal zu euch zur Erklärung, wie so ein Bremssystem funktioniert, haben wir das hier noch einmal so ganz schnell grob aufgebaut, das kennt ihr ja schon. Hier im Innenraum haben wir das Bremspedal, der Kunde drückt hier auf das Bremspedal drauf. Hier haben wir den Bremskraftverstärker, der mit Unterdruck eine Membrane zieht, um die Pedalkraft zu verstärken. Das geht in den Tandem-Hauptbremszylinder, 2 Kreiszylinder, einmal vorne rechts, hinten links, beziehungsweise hinten links, vorne rechts. Das ist jetzt mal so eine Standardaufteilung. Standard-X-Aufteilung, genau, bei den Fahrzeugen. Dann haben wir
hier einmal normalerweise noch dazwischen geschaltet, das Hydraulikaggregat, was entsprechend dann die ABS-Regelung bzw. auch die ESP-Regelung ausführt mit einer Hochdruckpumpe. Und dann gehen von hier aus dann auf die einzelnen Bremszangen die Leitungen drauf. Hinten, ne? Haben wir 4 Stück bei dem Fahrzeug. Hinten? Was? Hinten, nach vorne und nach hinten. Ja, genau. Die Aufteilung 4 Sättel. Macht hier der ABS-Block mit. Genau. Das System ist geschlossen. Das heißt, wir haben natürlich hier einen Deckel, wo auch ein Lüftungsbohrung drin ist. Wir dürfen ja jetzt hier keinen Unterdruck drin ziehen bzw. einen Überdruck haben. Das System ist geschlossen. Das heißt, die Bremsflüssigkeit im Idealfall entweicht nirgendwo hin. Der Druck geht also von hier oben durch an den Bremszange unten und führt dann hier den Kolben raus. Dieser Kolben sorgt dafür, dass hier die Bremsbeläge an die Bremsscheibe angedrückt werden. Beim Bremsen Service in dem Falle, wenn wir jetzt hier die Bremse zurücksetzen, zurückdrücken, also das heißt, die machen die Zange ab. Ist ja Folgendes passiert, der Kolben fährt ja raus, das genau. Heißt, Bremsflüssigkeit muss von oben nachlaufen, in dem Moment, wo die Beläge verschleißen und dünner werden. Wenn wir dann den neuen Belag drauf machen möchten, müssen wir den Zylinder wieder zurückdrücken und das heißt, das Flüssigkeitsvolumen auch wieder durch die Leitung, durch das Hydroaggregat, durch den Hauptbremszylinder zurück in den Ausgleichsbehälter drücken. Und da ist jetzt genau die Kuriosität bei aufgetreten, weil wir haben das ganz normal zurückgedrückt, den Flüssigkeitsstand hier oben kontrolliert. Auch die Bremse zurückgesetzt. Ne? Genau. Gerade bei elektrischen Handbremsen muss man die Bremszange in ihre Nulllage fahren, bevor man sie zerdrückt. Ansonsten kann man die Bremszange selber beschädigen. Ist aber elektrisch das System, also erstmal nicht hydraulisch. Wir müssen es halt nur machen, dass wir es auch mechanisch dann zurückdrücken können. So, dann ist das Auto gestern ganz normal auf Probefahrt gegangen, alles in Ordnung, Bremsdruck da, Scheiben, alles anständig abgelaufen. Und dann hat der Kunde das Fahrzeug abgeholt und kam so ungefähr nach einer halben Stunde, dreiviertel Stunde auf einmal wieder und sagte, da ist irgend so eine Lampe an. Und dann haben wir gesagt, komisch, okay. Rausgegangen, geschaut, ja, tatsächlich, da ist von dem Sensor hier oben, hier ist ein Füllstandssensor drin, der erfasst, wie viel Bremsflüssigkeit hier noch drin ist. Der hat ausgelöst. Und da waren wir erstmal verwirrt. Wir hatten natürlich die Bremsflüssigkeit abgesaugt in dem Moment, wo wir zurückgedrückt haben, weil, ganz wichtig, wenn jetzt das System beispielsweise oder der Wagen zur Wartung war vor einem Jahr oder sowas und die Beläge aber schon stark verschlissen waren, der Kollege aber den Füllstand auf Maximum wieder aufgefüllt hat, klar, sollte natürlich immer ausreichend Bremsflüssigkeit vorhanden sein, dann ist es natürlich so, wenn wir jetzt die Bremse zurückdrücken, haben wir die Problematik, dass der überläuft. Dann läuft uns das hier unten drunter auf das Hydroaggregat, auf den Kabelstrang und Bremsflüssigkeit ist sehr, 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 sehr reaktiv. Das heißt, das greift eigentlich alles an. Wenn ihr Bremsflüssigkeit mal auf dem Lack habt, sofort mit Wasser abwischen, sofort sauber machen, weil das löst den Lack innerhalb von Stunden. Sehr aggressiv. Kann man das sagen? Was die Finger genau. Direkt Finger waschen danach. Deswegen arbeiten wir da auch immer mit Handschuhen. Wir haben das also abgesaugt, das System. Dann kam der Kunde wieder und wir dachten so, naja, nicht, dass wir jetzt den Füllstand danach nicht mehr ordentlich kontrolliert hatten. Ich habe zwar mit dem Kollegen immer gesprochen gehabt. Manchmal sieht man das schlecht, wenn man jetzt hingeht und da mit der Lampe drauf leuchtet. Hier so von hinten, dann sieht man das manchmal nicht richtig. Wackelt, kann das schon mal täuschen. Ne? Haben die Bremsflüssigkeit dann aufgefüllt bei dem Fahrzeug, sind nochmal eine Runde gefahren, haben auch draußen auf dem Parkplatz geguckt, ob wir irgendeinen Verlust haben, haben kurz mal das Auto drunter geleuchtet, nichts gesehen. Dachten, ja gut, okay, dann wird das wohl einfach nur ein kurzer Fehler gewesen sein. Kann schon mal passieren im Alltag. Genau. Sollte nicht. Sollte nicht, kann passieren. Wie gesagt, ist zum Glück nichts passiert. Dafür haben wir die Systeme ja. Aber das war in dem Moment schon komisch. Wir standen gestern Abend schon mit 3 oder 4 Leuten hier in der Werkstatt und haben uns gedacht, was ist da passiert? Wie kann das denn sein? Haben dem Kunden noch mitgegeben, fahr bitte nochmal, das Ganze im Auge behalten. Ja, und heute Morgen stand er hier vor der Tür. Das Gleiche wieder passiert. Dachte er, nur er hat jetzt auch schon einen leichten Bremsdruckverlust. Ne? Mhm. Das heißt, einer der beiden Kreise, und deswegen haben wir ein Zweikreissystem, das halt, das ist eine Sicherheitsfunktion, dass wenn der erste Kreis in dem Hauptbremszylinder ausfällt, dass dann der zweite Kreis ordentlich sauber arbeiten kann. Hast du, glaube ich, ein Schnittbild auch ausgedruckt, ne? Ja, hole ich mal gerade. Hol das mal kurz. Erklär mal weiter. Daraufhin haben wir uns das heute Morgen angeschaut, Ausgleichsbehälter wieder komplett leer, Kontrollleuchte an, Auto auf die Bühne gehoben, nochmal alles kontrolliert, das System ist dicht, wir haben keine Bremsflüssigkeitsverlust nach außen. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, was ein bisschen kurios ist. Das nochmal ist das hier Schnittbild von dem Hauptbremszylinder. Quasi also einmal so durchgeschnitten. Wir haben hier den Ausgleichsbehälter, wir haben hier einmal die Nachlaufbohrung, wir haben hier die Primärmanschette, Sekundärmanschette. Mhm. Ne? Das heißt, hier sind die zwei Kreise. Wenn jetzt beispielsweise der eine Kreis, wie es jetzt hier in dem Fall ist, hier eine Undichtigkeit hat und das hier rausläuft, haben wir eine mechanische Wirkung von der
Schlüsselstange auf den zweiten Kolben. Und das ist die sogenannte Notlauffunktion. Das heißt, dass dann entsprechend der zweite Kreis arbeitet. Wenn jetzt hier Druck drauf kommt in diese Richtung, aus dem Hauptbrems- oder von dem Bremspedal, dann verschließt hier die Primärmanschette die Nachlaufbohrung und es baut sich ein Druck im System auf. Durch den Druck wird dann am Ende des Tages der zweite Kolben betätigt. Hier passiert dasselbe. Hier haben wir dann entsprechend auch wieder die Nachlaufbohrung wird verschlossen und dann haben wir entsprechend den Ausgleich nach unten. Hier haben wir jeweils Ausgleichsbohrungen, weil natürlich in dem Moment, wenn wir das Pedal hier betätigen, hier der Raum größer wird. Das heißt, die Bremsflüssigkeit in dem Fall muss hier nachlaufen. Luft darf nicht ins System rein, ansonsten Luft kann man komprimieren, haben wir keinen Bremsdruck mehr. Was jetzt ja genau in dem Fall passiert ist. Jetzt haben wir aber hier in diesem Bereich alles kontrolliert. Wir haben keine Undichtigkeit. Das heißt, die einzige Möglichkeit, wo die Bremsflüssigkeit hin kann, ist in dem Bremskraftverstärker. Hier nach hinten raus. Hier ist nochmal eine Dichtung drin, die diese Kolbenstange oder die Lage von dieser Kolbenstange abdichtet. Und da darf natürlich auch nichts rauslaufen. Aber das ist jetzt logischerweise die einzige Möglichkeit, die wir noch haben, weil außen gesehen ist alles dicht. Kommt mal mit. Und genau das ist auch passiert hier bei dem Fahrzeug. Und ich nehme es mal mit. Wir gehen da jetzt mal mit der Kamera rein. Hier sitzt das Bauteil, so wie wir es auch gerade erklärt hatten. Film mal einmal hier rein, Cedric. Hier ist der Ausgleichsbehälter. Da unten sitzt der Hauptbremszylinder. Hier ist der Anschluss von der Vakuumpumpe, um Unterdruck reinzugeben in das ganze System. Und da gehen wir jetzt mal, hört es auch zischen, wie der sich jetzt abbaut. Zack, da hat man es gehört. Und da gehen wir jetzt mal mit der Kamera rein, mit dem Endoskop. Und da sieht man jetzt, dass da alles sicke nass drin ist und die Bremsflüssigkeit nach hinten hin aus dem Hauptbremszylinder da reingelaufen ist. Ist der USB-Stick schon wieder voll, deswegen können wir das jetzt gerade nicht auffüllen. Versucht das mal auf der Kamera zu sehen. Das ist der Hauptbremszylinder, wie wir es gerade eben im Schnittbild oder wie wir es hier im Schnittbild sehen. Ne? Hier ist die Kolbenstange, Hier ist diese Führung und da entsprechend ist diese Dichtung dahinter. So, wenn wir jetzt mit dem Teil hier mal was weiter runter gehen. So, da sieht man da unten schon, wie es sich so spiegelt. Das sollte nicht der Fall sein. Man sieht, man kann es mal wackeln am Auto. Ihr seht, wie es schwappt. Steht richtig viel drin. Da schwabbelt es richtig drin. Sieht man das gut sehen? Halbwegs. Aber man sieht, steht, dass es wackelt. Voll. Mhm. Na, wir können jetzt auch mit. Die Bremsflüssigkeit hat sich unten drin angestaut. Und wir haben technisch gesehen einfach keine Erklärung dafür, außer dass wir vorher schon einen Vorschaden an diesem System hatten. Weil das darf nicht passieren, wenn wir uns überlegen. Wir gehen ja jetzt hin, filmen noch mehr auf das Schnittbild, dass man das auch noch mal sieht. Und würden jetzt den Druck rückwärtig in das System rein, weil wir ja zu, was heißt Druck? So viel Druck ist da ja gar nicht drin. Weil wir drücken das ja nur zurück, die Flüssigkeit. Dann geht die normalerweise hier zurück durch diese Nachlaufbohrung und wieder in den Ausgleichsbehälter. Ähnlich wie auch beim zweiten Kreis. Hier rein und da oben wieder raus. Was ist jetzt hier passiert? Das heißt, die Flüssigkeit ist hier durchgegangen und muss sich irgendwie an dieser Manschette vorbeigedrückt haben und ist dann hier hinten raus in den und hat dabei die Manschette bzw. den O-Ring beschädigt. Ja. Ne? Ja. Das ist die einzige Erklärung, die wir dafür haben, weil wir und das bei einem neuen Auto, was gerade mal 50.000 gelaufen hat. Und bei einer Standardarbeit, wo wir jetzt die Bremsen gemacht haben, ist echt der Oberhammer. Es ist jetzt ja auch nicht so, als ob das jetzt eine besondere Arbeit wäre. Das ist eine Standardwartungsarbeit. Und das, wie gesagt, ich habe mit den Kollegen von VW gesprochen, mit dem Meister. Der sagte, in 20 Jahren habe ich das nicht gesehen. Wir arbeiten routiniert immer mit denselben Werkzeugen. Es ist nicht so, als ob wir da unten einen Presslufthammer draufhalten und das möglichst schnell da durch haben. Das heißt, wir haben ein spezielles Presswerkzeug, mit dem dann der Bremskolben halt zurückgedrückt wird. Da ist nichts Besonderes dran. Das ist eine ganz normale Arbeit. Ich glaube, wir machen am Tag hier 3-4 Bremsen. Wir haben bis jetzt noch nie dieses Problem gehabt. Und wir sind einfach fassungslos. Wir wissen noch gar nicht, wie wir das überhaupt dem Kunden erklären sollen. Der hat... kannst du dann machen. Ja, ich hoffe mal, dass er eine Zusatzgarantie hat, weil grundsätzlich sehe ich das jetzt zumindest im ersten Moment so, dass das ein technischer Defekt am Fahrzeug ist, ein Vordefekt am Fahrzeug gewesen ist. Ob das jetzt entsprechend schon undicht gewesen ist oder nicht, mag ich jetzt überhaupt gar nicht sagen.
kann ich nicht beurteilen. Oder die Manschette hier oben drauf irgendwie hängen geblieben ist. Also das darf auch alles nicht passieren. Weil ob wir jetzt Druck mit der Manschette erzeugen, der viel, viel höher ist, wenn wir in die Bremsung reingehen. Also oder von der Bremse runtergehen und der Druck zurückkommt. Zu sprechen. Ich sag mal, bei einer normalen Standardbremsung werden wir da so 10, 20, 30 Bar in diesem System drin haben. Der ist natürlich jetzt hier vor. Ne? Der Druck ist jetzt hier vor in diesem Kreis. Aber also in dem Moment, wo wir mit dem Kolben zurückgehen, haben wir auch eine ruckartige Bremsbewegung. Klar, jetzt nicht volumenmäßig gesehen, dass das 7000stel sind, da braucht man nicht drüber reden. 700stel, scheißegal, was ich gesagt habe, vergesst das. Ihr versteht, ich bin einfach sprachlos, weil ich es nicht erklären kann, wie das in dieser Art und Weise möglich ist, weil ich es nicht verstehe, wie sowas passieren kann, weil es noch nie passiert ist und niemand, wirklich niemand, wir haben mit der technischen Hotline gesprochen, wir haben mit Kollegen gesprochen, keiner kann das nachvollziehen. Vielleicht habt ihr da ähnliche Erfahrungen. Und der Kunde hat das Problem ja vorher auch nicht gehabt. Genau. Jetzt läuft es ja von selber leer. Selbst wenn die Bremse wäre das ja auch schon vorher gewesen. Wenn die Bremsigkeit jetzt da reinkommt und das, wir hatten es gerade schon gesagt, die ist unfassbar aggressiv. Die greift das Gummi an und der Bremskraftverstärker ist innerhalb von 2-3 Monaten undicht spätestens. Beziehungsweise baut. Das heißt, eigentlich haben wir uns das selber beantwortet, ob der Fehler zumindest in dieser Form vorher da gewesen ist. Aber wir sind mal gespannt, was daraus wird. Und wie gesagt, wir sprechen hier über Drücke von jenseits 50, 60, 70 Bar, die da bei einer Volllastbremsung in dem System drin sind. Dafür sind diese Manschetten ausgelegt. Und das erzeugen wir niemals, wenn wir den Kolben zurückdrücken. Vor allem, wir ändern nur die Flussrichtung von der Bremsflüssigkeit. Ja, lassen wir uns mal überraschen, was da rauskommt. Wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Und gucken wir mal, vielleicht schauen wir mal. Wird die Garantie ja anerkannt. Wollen wir es hoffen. Macht es gut und wie gesagt, schreibt mal bitte rein, wenn ihr irgendwelche Erfahrungswerte dazu habt, sowas schon mal gehabt hat. Ja, euch weiterhin eine gute Woche. Ich bin sprachlos. Wir schauen mal, wie wir uns hier noch durchkämpfen. Immer wieder neue Fälle, wird nicht langweilig in dem Job, es geht immer weiter. Ja, so muss man es einfach sehen. Kann es nicht mal ein bisschen langweilig sein? Macht es gut. Ciao. Ja. Wir waren, oder sie haben immer noch keine wirkliche Erklärung dafür. VW ja auch nicht. Ne? VW auch nicht. Wie gesagt, wir haben mit allen Kollegen da gesprochen, auch der Annahmemeister nochmal mit dem. Keiner konnte das nachvollziehen, keiner hat es bis jetzt noch gehabt. Ist wirklich, ja, wir können es nur auf einen technischen Defekt schieben. Bleibt ja nichts anderes, dass die Manschette sich da beschädigt hat und das dann durchgedrückt hat. Na, aber sie haben es ja auch komplett auf anerkannt. Kulanz jetzt gemacht. VW haben es komplett anerkannt. Der Kunde musste nichts bezahlen. Gemacht. Und, wir haben den Leihwagen zur Verfügung gestellt. Das fand ich auch ein super Zug von VW, muss man auch wirklich sagen, dass sie da so kulant sind. Ja. Ja. Ja gut, okay. Ich meine, sowas darf eigentlich nicht passieren. Nee, darf nicht passieren, aber die hätten auch, gewollt hätten, sagen können, nö, machen wir nicht. Hätte auch schlimmer ausgehen können. Genau. Deswegen hätte der Kunde das selber zahlen müssen. Vielen Dank an unseren Partnerbetrieb bei VW, wo wir natürlich auch selbstverständlich all unsere VW-Ersatzteile beziehen. Womit wir jetzt schon wirklich jahrelang zusammenarbeiten, was auch gut funktioniert. Genau, das ist einfach eine gute Zusammenarbeit. Deswegen ist es auch gut, wenn man so Geschäftspartner hat, die dann, wo man Hand in Hand arbeitet. Die haben das wirklich toll gemacht. Das brauchen wir auch in unserem Betrieb. Ja, genau. Anders geht es gar nicht Wir müssen uns alle miteinander unterstützen. Und das jetzt, wir hetzen ja teilweise immer gegen die Originalhersteller. Was heißt hetzen? Was heißt hetzen? Wir sagen die Wahrheit und decken das auf. Wir meckern. Wir meckern. Wir zeigen euch, was hier passiert. Und man muss ja wirklich das auch mal in Relation setzen. Wir haben ja einfach viele VAG-Fahrzeuge hier. Und es sind natürlich auch viele VAG-Fahrzeuge auf der Straße. Ich glaube sogar mit Abstand am meisten. Und dass dann davon natürlich auch viel mehr in der Werkstatt stehen als jetzt Hyundai, die wir ganz, ganz wenig auch generell nur hier haben und auch wenig in unserer Kundschaft haben, dann ist es ja normal, dass auch viele VW-Fahrzeuge kaputt gehen, wenn davon viele im Umlauf sind. Also so Statistiken sind ja sehr mit Bedacht zu erstellen und das muss auch wirklich genau in den Kontext gerückt werden und das wollten wir auch noch mal kurz dazu sagen. Wir sind auch keine Konkurrenten. So sieht's aus. Urban, wir sind auch keine Konkurrenten, wir sind alles nur Mitwettbewerber. Genau, richtig. Genau. Wir arbeiten zusammen. Und Kollegen. Und deswegen ist es auch wichtig, auch wenn wir, wie gesagt, gerne mal meckern, auch über die OE-Hersteller, da gibt es auch echt gute Betriebe bei und da gehört, wie gesagt, unser Partner auf jeden Fall mit dazu. Ich komme ja auch aus einem guten Betrieb, muss man ja auch mal so sagen. Und wie man sieht, hast du eine sehr gute Ausbildung genossen. Das ist natürlich auch sehr auf den Arsch gesetzt. Da ist ein bisschen was hängen geblieben. Ne? Da ist ein bisschen was hängen geblieben. Ja, zum Abschluss dieses Jahres. Wir haben ja vor ein paar Wochen, hat Papa sich ja angekündigt, dass er sagt, er nimmt sich eine kleine Auszeit. Er hat euch eine kleine Videobotschaft gemacht und die blenden wir jetzt mal ganz kurz ein.
Hallo ihr Lieben, liebe Grüße aus Spanien. Ja, ich verbringe noch eine Zeit lang und komme dann natürlich wieder zurück nach Köln und in die Werkstatt und werde auch weiter YouTube machen. Das waren ja so einige, die jetzt Kommentare reingeschrieben haben. Nein, es braucht einfach mal eine Ruhe, eine Auszeit. Hier ist wunderschönes Wetter. Also man kann mal überlegen, ob man nicht hier wirklich auch immer überwintert. Aber so weit bin ich noch nicht. Also wir machen jetzt erstmal im Momentchen Pause mit unserem YouTube-Kanal. Wie jedes Jahr kurze Pause und dann, wenn wir wieder einsteigen, bin ich wieder mit dabei. Euch ein glückliches neues Jahr. Viel Liebe, viel Glück, viel Gesundheit und danke, dass so viele dieses Jahr wieder geschaut haben. Und vielleicht schaffen wir jetzt direkt auch Anfang des Jahres die 700.000 zu knacken. Aber dann, okay, bis dann, ihr Lieben. Glückliches neues Jahr. Lass euch gut gehen. Tschüss. Ja, und damit bleibt, glaube ich, nur zu sagen, vielen lieben Dank für ein tolles Jahr 2023. Ja, es hat uns Spaß gemacht, dass ihr das uns so sehr verfolgt habt. Ja. Danke, dass ihr uns zwei... Ich fühle mich nicht verfolgt, sondern... gerade sagen, dass ihr uns zwei auch so annehmt. Die Kommentare sind echt super. Vielen Dank dafür. Schreibt gerne weiter solche Kommentare. Nee, Quatsch, natürlich nur, wenn euch das auch wirklich gefällt. Ja. Na, also ehrlich bleiben dabei. Und wir sind bemüht, die durchzustöbern. Gehen ja auch in manchen Sachen, wenn es möglich ist, drauf ein und versuchen da auch uns nachzurichten. Ja. Auf ein tolles Jahr 2024. Das würde ich auch sagen. Und wir ja wieder alle zusammen. Papa dann auch wieder hier, denke ich mir. Na klar. Ne? Ja, natürlich. Sonst ja, muss ich da runter. Der hält es nicht mehr lange auf. Ich muss sonst nach Spanien. Robin, ich muss sonst nach Spanien. Komm, ja, sonst das wäre doch was. Ihr zwei in Spanien. Ich glaub, wenn du da runterfährst, dann fährt er wieder. Bleibt er erst recht da. Ja, das glaube ich auch. Ja, bei dem schönen Wetter was. Funktioniert auch, ne? Alles auch nur so, weil ihr das regelmäßig guckt, weil ihr das fleißig abonniert, da echt mit dran seid. Bleibt schön am Ball. Hat sich eine super Community gebildet. Ja. Vielen Dank dafür. Vielen Dank. Seid uns gewogen. Für eure Unterstützung. Und euch einen guten Rutsch, einen ins, guten neue Rutsch ins neue Jahr. Macht es gut. Tschüss. Tschüss. Der da hochkommt, pustet der raus. Hey! 500. Sendung! Wir wussten davon nichts! Mund aufbauen, bitte! Daumen hoch! Tschüss, ihr Lieben! Bis zum nächsten Mal! Bin traurig, dass es schon zu Ende ist.